Das folgende Video enthält Werbeinhalte für Kreatives vom Nachteulchen, das heißt meinen Online-Shop bei Etsy, und wird daher über die gesamte Videolänge mit Eigenwerbung gekennzeichnet. Ich habe wieder ein Mini-Album, und zwar habe ich euch ja im letzten Video dieses Album gezeigt und von dem Papier war noch was übrig und da habe ich dann dieses kleine File-Folder-Album gemacht nach einer Anleitung von Polly's Paper Studio. Den Kanal verlinke ich gerne in der Videobeschreibung. Auf dem Cover sind hier so Schaumstoffhäuschen, die ist gekauft. Die anderen, die hier mit drauf sind, die habe ich selbst gemacht aus dem Papier. Es sind Sticker mit drauf, verschiedene Ausstanzungen, Polaroid-Rahmen, Kamera und so weiter. Verschlossen wird das Ganze hier mit diesem schönen Schleifenband. Das Album hat dann nur wenige Seiten. Passen halt dann auch nur kleine Bilder rein. Hier ist so eine kleine Klappe dran. In der Seite selbst ist auch noch ein Kärtchen. Hier gehen zwei Klappen rechts und links auf. Und noch eine Klappe. Ja, also diese Alben eignen sich eigentlich wunderbar für Papierreste. Jetzt zeige ich mal gerade noch die Karte, die da drin ist. Die Rückseite habe ich blank gelassen. Und das Album ist halt mit dem Envelope Punchboard gemacht, sodass diese File-Folder-Kanten entstehen, diese Register. So könnte das dann aussehen, wenn man da ein Foto drauf macht. Meine Fotos sind 9x6 cm groß, ist also optimal für diese Kärtchen, die in den Taschen drin sind. Und für diese kleinen viereckigen Klappen würden diese viereckigen Fotos perfekt passen. Die sind 5,5 x 5,5 cm. Die 9x6, die können da auch waagrecht rein. Die Seite ist also optimal für zwei übereinander. Ein kleines Album in der Größe 6x4 Inch. Das heißt, das sind ungefähr, es ist ungefähr 15 cm hoch und 10,5 cm breit und der Rücken beträgt 2 cm. Es passen mindestens 18 Fotos rein. Ich würde sagen, 18 bis 24 Fotos finden darin Platz. Ich danke euch für euer Interesse und fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche. Und ich freue mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare und über neue Abonnenten, wenn ihr mich und meinen Kanal noch nicht kennt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!